Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Ja, ihr wundert euch, wir spielen Valkorion, beziehungsweise uns selbst, der aber in Valkorions Haut steckt. Er hat uns wie erwartet betrogen und hat unsere Hülle quasi gestohlen, unseren Körper und sitzt jetzt auf dem ewigen Thron. Wir wollen natürlich gucken, dass es nicht so bleibt. Und tun ja alles dafür. Dass wir das Holocron finden, mit dem wir bei Valkorion vielleicht einstellen. So, da ist eine Erinnerung. Wie sie aufeinander schießen. Weitere Erinnerungen. Ich denke, das Holocron wird dort hinten in der Statue sein, in der Höhle. So, was haben wir hier noch? Phasensprung bewegt dich durch den Raum an einem Ort deiner Wahl. Phasensprung bewegt dich durch den Raum an die Position deines Ziels. Ah ja, okay. Okay, und auch irgendwie die Zeit ist stehen geblieben hier drin. Nur die Erinnerungen bewegen sich. Eine Bonusmission konnte ich bisher nicht ausmachen. So, es könnte sein, dass wir da irgendwie runter müssen. Ja, auch hier kriegen wir Fallschaden. Sollten wir aufpassen. Valkorion hat euren Geist vergiftet. Reinigt eure korrumpierten Erinnerungen, sonst seid ihr für immer hier gefangen. Okay, dann müssen wir uns erstmal um die Erinnerungen kümmern. Besiegte Kaiserin von Sakul. Ich habe euch dazu angesprochen, euer Leben zu jagen. Und als sie euer Leben bedroht hat, zwang ich sie, sich vor dem Drachen von Sakul zu verlangen. Aber als ihr sie niedergestreckt habt, habt ihr ihren Geist entfesselt und mir den Schlüssel zu eurem Untergang gegeben.
Auch der Weg tut sich auf. Valkorion und sein Sohn. Als mich mein Sohn niedergestreckt hat, habe ich mich geweigert, mich von der Sterblichkeit besiegen zu lassen. Auf der Suche nach einem neuen Bild ist mein Geist in euren Verstand eingedrungen. Ihr habt euch widersetzt. So, gehen wir noch mal hier lang. Die Erinnerung der Großmeisterin des Jedi-Ordens. Ich habe so und Darth Maar. Ich euch auf Odessen verlassen. Aber das war eine List. Gefangen in eurem Verstand habe ich Stimmen beobachtet, die ihr euch in meiner Abwesenheit behalten würdet. Eure Stärke wuchs, eure Schwachstellen schwerten. Mit der Zeit verblasste meine Neugier und ein Plan nahm langsam Gestalt an. Ich würde euren Verstand aushöhlen, euren Körper übernehmen und den ewigen Thron besteigen. Aber zuerst habe ich eine neue Waffe gebraucht, um eure Psyche zu erobern. Ja, der hat das alles von Anfang an geplant. Aber, ja, überrascht uns das. Eigentlich haben wir das doch schon geahnt. Im Gefängnis eures Geistes habe ich Experimente durchgeführt, um meine Neugier zu befriedigen. Ich habe euch meine Macht angeboten und ihr habt sie akzeptiert. Ich habe euch dazu gedrängt, Arkan zu trotzen. Und ihr habt schließlich sein Leben beendet. Richtig. Aber alles, weil wir das so wollten. Weil wir böse durch und durch sind. So, jetzt hat sich der Weg hier aufgetan durch die ganzen Erinnerungen. Und wir können weiterhin versuchen, das Holocron zu finden. Sieht so aus, als wenn es dort hinten vielleicht ist. Im Hintergrund die ewige Flotte. Zumindest ein, zwei Schiffe davon.
Hoffentlich hat das geklappt. Der Commander lebt. Valkorion hat seinen Geist übernommen, aber er wehrt sich. Achtung! Eure Zeit ist um, Valkorion. Mein Kopf ist kein offenes Haus für unsterbliche Sith. Aber ich schätze, das habt ihr schon auf die harte Tour herausgefunden. Ein Fehler, den ich nicht noch einmal begehen werde. Als ihr meine Kinder niedergestreckt habt, verzehrte ich ihre Essenz. Ich kann Geister verfügen. Lass uns frei, Vater. Oder ich hacke dich in 1000 kleine Stücke. Gehorcht mir, Kinder. Wie du befiehlst. Wehrt euch gegen euren Vater. Leistet Widerstand. Lasst nicht zu, dass Valkorion euch kontrolliert. Aufhören. Lass mich los. Eure Einmischung endet hier. Deine Mutter hätte meine Befehle ausführen und dich ertränken sollen, als sie noch die Möglichkeit dazu hatte. Ich habe Mutters Leiden schon vor langer Zeit beendet, doch deine Qualen beginnen gerade erst. Die Rache gehört euch, Dramas. Euer Sohn hat euch jahrtausende lang eingesperrt. Rächt euch. Durch Tenebreis Tod werde ich Freiheit erlangen. Ich habe dich schon einmal getötet, Vater. Jetzt wird meinem Nachwuchs das Vergnügen zuteil werden. Vernichtet sie! Okay, Leute, wir kämpfen. Er leidet mehr Schaden. Kümmern wir uns erstmal um ihn. Halt nur aufpassen, dass wir nicht in den Abgrund fallen. So, bleibt nur noch Vale. Die ist schon ein bisschen härter zu knacken. Das ist nur eine Frage der Zeit, Leute. Dauert ein bisschen. Aber ich denke nicht, dass es hier noch eine andere Möglichkeit gibt. Da unten haben wir nur einen Kreis der Heilung, falls wir gesundheitlich angeschlagen sein sollten. Thank you.
wieder die Machtüberladung. Stellen uns hier wieder an den Thron. So, wir sind gleich bei der Hälfte. Dann fehlt nur noch Valkorion. Abschöpfung durchbrechen wir mal. So, sie ist schon unter der Hälfte. Dürfte nicht mal allzu lang dauern. Ständig bei voller Gesundheit. Also es ist tatsächlich nur eine Frage der Zeit. Jetzt haben wir uns den Geschwistern sogar gemeinsam gestellt. Beide gleichzeitig. Welche wir vorher einzeln erledigt haben, können wir jetzt hier zusammen besiegen. So Leute, fast geschafft. Bin gespannt, ob der Thron uns dann gehört oder ob wir noch weitermachen müssen. Hat das geklappt? Es bleibt spannend. Dramat hat sein Leben gegeben, um meine Rüstung zu durchstoßen. Bald werdet auch ihr ihm in die Vergessenheit folgen. Erhebt euch, meine Kinder. Ja, Vater. Wir erwarten deine Befehle. Ihr werdet mir gehorchen. Ich werde Valkorions Fesseln brechen. Und ihr helft mir, ihn zu vernichten. Was für ein wunderbares Gefühl. Genug. Vernichtet den Fremdling. Der Fremdling hat uns befreit. Wir haben andere Ziele. So sieht's aus. Ja.
Geht. Rettet euch. Ich gebe euch Deckung. Wir kämpfen zusammen. Wir sterben zusammen. Schön ausgedrückt. Willst du dich wirklich dem Fremdling anschließen, der dich und deine Mutter getötet hat? Der Fremdling hat uns nicht getötet, sondern du. Hilf ruhig, Vaters Marionette, Bruder. Ich kann nicht so leicht verzeihen. Ihr habt Mutter ohne mich getötet. Wegen euch werde ich niemals das Leben aus ihrem schwächlichen Körper quetschen können. Keine Sorge, Senja musste leiden. Eure Mutter starb in dem Wissen, dass sie das Imperium enttäuscht hat. Und ihre Familie. Hat sie geschrien? Eine Ewigkeit. Ihr seid amüsant. Okay, wir drei. Ich werde es genießen, wie du dich vor Schmerzen windest, Vater. Das Blatt hat sich gewendet. Ihr habt meine Kinder für euch gewonnen. Nun wird die Ewigkeit euch alle verzehren. Das bleibt abzuwarten. Und ja, Leute, da würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder und dann werden wir den Kampf gegen Valkorion bestreiten. Also, bis dahin.